So, Hallihallöchen, Hansen Pedde hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden. Ja. Okay, Yennefer ist uns keine Hilfe. Oh, anscheinend ist es auch nicht auf Oberdeck, oder? Ist hier nichts Rotes? Vielleicht nochmal hier drin gucken? Nee. Wissen, wir haben schon ewig lang keine Zeichen mehr eingesetzt. Art, macht das irgendwas? Nö. Jen? Wir sollten das Schiff untersuchen. Ja, ja, ich untersuch's ja. Ganz ruhig. Geht's vielleicht nochmal eine Ebene tiefer? Oder, ach so, wir können jetzt das Teil hochlupfen. Oder irgendwie verschieben oder was auch immer machen. Ja, das heben wir kurz als Geralt hoch. Das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos, er sieht genauso aus wie im Buch. Nur war sein Kopf dort noch intakt. So, hat er Jenny getötet? Eher das Bücherregal, aber... Das? Nein, er würde seinem Meister nichts tun. Sieht eher nach einem Unfall aus. Als der Sturm losbrach, hat Amos wahrscheinlich gesagt, bring uns weg, irgendwo hin und wenn's auf einen Berg ist. Und der Djinn hat ihn beim Wort genommen. Sie sind hart gelandet. Amos prallte gegen die Wand und das Bücherregal hat den Rest erledigt. Hab's immer gewusst. Zu viel studieren bringt einen um. Gut, ich muss ihn durchsuchen. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Tada. Komm an Deck, ich hab ne Idee. Vielleicht sollen wir das jetzt zusammenkleben? Die Kälte hat die Leiche konserviert. Ist wohl an einem Schädeltrauma gestorben. Das Bücherregal ist ihm auf den Kopf gefallen. Muss eine ziemlich harte Landung auf dem Berg gewesen sein. Oh ja. Aber schöne Rettungsmaßnahme. Nein, nicht runterfallen, Geralt. Rettungsmaßnahme. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Okay. Ken Djinn, frit keist im Gjar. Keist et is glär. Querit mi kassel. Okay, was? Okay, es ist ein... Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Ich kann ihn nicht mehr angreifen. Ich konnte gerade wieder mal nicht die Stadt bewegen. Wir schlagen einfach in die Luft. Wirkt. Nur noch ein bisschen. Ich spüre, wie er schwächer wird. Ja, ich spüre auch. Ich spüre es auch. Aua, können wir irgendwie... Aua. Also seine Attacken machen nicht viel Schaden, aber die sind nervig. So. Einmal Feuer. Ja, Feuer macht auch ein bisschen Schaden. Und... Ey! So, gehorche! Ich konnte seinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiterkämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Nur ein Djinn kann den Zauber eines anderen Djinns brechen. Tu es, dann bist du frei. So, okay, tschüss. Ich dachte, wir haben jetzt mehr so eine humane Diskussion mit dem. So geht's natürlich auch. Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Also geile Aussicht hier.
Geht schon besser? Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Kein Vergleich, finde ich. Damals war halb Rinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Ich konnte nicht anders. Tja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas? Dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet, ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden, dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Sorry, aber ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Okay, komm. Vielleicht hat uns der Djinn ja auch reingelegt. Warum? Ich spüre nämlich auch keine Veränderung. Ich liebe dich, Yen. Oh. Und ich liebe dich. Süß. Also Leute, 208 Parts. Wir haben es geschafft. Hauptziel erreicht. Oh, was war das? Es kann nicht alles eitel Sonnenschein sein. Seltsam. Wir haben das so oft getan, aber das hat sich angefühlt wie unser erster Kuss. War er ja auch irgendwie. Ach. Nach einem Ich liebe dich sollte ein Kuss auch anders schmecken. Lass es uns. Vielleicht sollten wir ein paar andere Dinge ausprobieren. Amos Kajüte sah gemütlich aus. Nicht so schnell, Geralt. Wir haben später noch genug Zeit für gemütliche Kajüten. Oh Mann. Aber die Welt wird nicht enden, wenn wir hier eine Weile sitzen. Nö, Ciri, die ist eigentlich auch egal. Ah, ist das schön. Die Geister von Skellige sind uns gewogen. Das ist ein richtig geiler Ausblick. Das ist richtig dämlich, dass ein Schiff einfach auf dem Berg drauf ist. Oh. So, wieder angekommen. Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Ysima. Wir müssen dem Kaiser schließlich Bericht erstatten. Ciri ist unsere Angelegenheit, allein unsere. Im Herzen vielleicht, aber so war das mit M hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Ich weigere mich. Schrecklich. Na, schön. Was sein muss, muss sein. Ohne den Kaiser und seine Agenten hätten wir nicht erfahren, dass Ciri zurückgekehrt ist. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Lass uns reden, bevor du gehst. Keine Ahnung, was jetzt kommen soll. Was vorhin passiert ist. War sehr schön. Lass es uns nicht mit den Einzelheiten ruinieren. Ich werde den Baron aufsuchen, Uma mitnehmen und dann nach Kaer Mor hin weiterreiten. Ich werde dazu stoßen, so schnell ich kann. Wie kommt ihr jetzt auf Kaer Mor hin? Pass auf dich auf. Okay, spontane Entscheidung, ich gehe nach Kaer Mor hin. Der letzte Wunsch! Geralt? Wow, und also jetzt sind wir mit Yen zusammen, und so. Also wirklich so zusammen. Unsere Begegnung mit dem Djinn? Ja, ich fühle Bedauern. Willst du damit sagen, dass... Ich bedauere, dass wir es nicht früher versucht haben. Viel früher. Hätten wir dann weniger gestritten? Ganz im Gegenteil. Aber auch die anderen Momente wären leidenschaftlicher gewesen. Momente wie diese. Okay. Reden wir über die Vergangenheit. Denkst du manchmal über die Vergangenheit nach? Über deine Zeit bei der Jagd? Manchmal. Ich staune, dass wir noch leben. Eredin hinterlässt doch sonst keine Zeugen. Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja.
Deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Okay. Aber da ist noch etwas, das ich nicht aus dem Kopf kriege. Was denn? Ach so. Danke. Ja. Das reicht an Informationen, oder? Fragen wir mal alles durch. Ein bisschen Story. Als die wilde Jagd dich hatte, haben sie dir hoffentlich nichts getan. Wenn doch, dann weiß ich es nicht mehr. Die ganze Zeit ist nur eine Abfolge schemenhafter Bilder. Blut und Feuer. Eine wüste Jagd durch verschiedene Welten. Alles in Nebel gehüllt. Aber ich erinnere mich daran, dass du kamst und dein Leben gegen meines eintauschen wolltest. Ich konnte dir damals gar nicht danken. Du hättest für mich dasselbe getan. Deine Sicherheit rührt mich. Aber du hast mir noch nicht gesagt, wie du entkommen bist. Das wüsste ich selber gerne. Manchmal erinnere ich mich, wie ich vorwärts preschte. Rote Reiter um mich. Dann bin ich plötzlich im Wald bei Kaer Morhen. Das ist alles. Was wollte die Jagd von dir? Was genau wollte Eredin eigentlich von dir? Dasselbe wie von dir. Weißt du nicht mehr? Ich weiß gar nichts mehr, Alter. Ich weiß nichts mehr von meiner Zeit bei ihnen. Wir waren Köder, Geralt. Wir beide. Eredin glaubte, Ciri würde uns früher oder später retten wollen und er könnte sie dann fangen. Zum Glück ist sie nicht drauf reingefallen. Okay, was ist in Nilfgaard passiert? Wie bist du von der kaiserlichen Geisel zur kaiserlichen Verbündeten geworden? Eines Tages ging die Zellentür auf und da stand nicht der übliche Offizier, sondern Emhyr. Er versprach, mich freizulassen und mir freie Herrschaft über die kaiserliche Schatzkammer zu lassen, sofern ich täte, was er verlangte. Er hat dir von Ciri erzählt und du hast sein Angebot angenommen. Warum? Gemeinsame Ziele führen zu seltsamen Allianzen. Ich wusste, dass ich Ciri vor Eredin finden musste. Und wenn irgendwer die Macht und die Mittel hatte, mir zu helfen, dann der Kaiser. Außerdem, schließlich und endlich, ist er auch ihr Vater. Okay, warum hast du nicht nach mir gesucht? Warum hast du nicht nach mir gesucht, als du deine Erinnerung und deine Freiheit zurückhattest? Ich nahm an, dass du dich rasch erholen und mich zuerst finden würdest. Du hattest die Hilfe von Magiern. Ich war allein. Nun, nicht so ganz allein. Außerdem wusste ich, dass du vor der Jagd geflohen warst. Eredin hätte dich niemals gehen lassen. Mir hat er das Gedächtnis gelöscht, aber du warst entkommen. Es war naheliegend, dass er deins nicht löschen konnte. Und dann deine Hexermutationen. Ich rechnete damit, dass sie schlimmere Verwüstungen verhindern würden. Okay, also keiner sucht keinen. Tschüss. Danke, Jen. So, was machst du jetzt? So, wir hätten jetzt als Quest das hässliche Entlein. Gehen aber erstmal kurz zur Lagertruhe. Da haben wir, wie immer, haben wir wieder ein paar Steinchen, die wir einlagern. Die ich einfach nicht wegbekomme. Zack, 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 zack. Zack. Und die Trophäe. 5% Chance auf Bonuskräuter. Alles klar, gut. So, alles reingelagert. Nächste Quest. Können wir irgendwas zusammenmischen? Nee. Ich will noch keine Hauptquest. Praktikum in Fortgeschrittenen. Eine Nebenquest auch nicht. Komm, wir machen die Hexeaufträge. Es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Aufs Gellige. Ertrunkenen Angriff, Schatz suchen. Nee. Nee. Wir haben nur eine fehlgeschlagene Quest, ne? Nur wie gerade die gesperrte Stadt. Ah, gut. Dann will ich aber sagen, wo ist denn der Zeuge? Ach, gleich hier. Oh, ist ja einfach. Gut, aber mit dem sprechen wir trotzdem erst im nächsten Part. Moment. Ich habe die Fragezeichen gar nicht untersucht. Na gut, habe ich ja eh gesagt, dass ich nicht alle untersuche. Ah, dass die Nahen nicht untersuche. Egal.
Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.